Wer Lada hört, denkt ja eigentlich immer das Gleiche. Kantig, rustikal, seit Jahrzehnten unverändert gebaut. Sprich Niva, jener Geländewagen, der eigentlich überall durchkommt. Doch die Russen beweisen jetzt, dass sie auch ganz anders können. Und zwar mit der kompakten Limousine Lada Vesta. Modern gezeichnet, zumindest mal ansehnlich. Und der größte Vorteil dieses Autos, der Preis. Bei 12.490 Euro geht's los. Günstiger als die Konkurrenten, die es da so gibt. Und wir überprüfen jetzt einfach mal, ob der Preis schon das Einzige ist, was für den Lada spricht, oder ob das Auto noch mehr kann. Wenn man in den Lada Vesta einsteigt und die ersten paar Meter gefahren ist, merkt man sofort, ja, das ist ein Lada. Er hat nämlich so ein paar Eigenheiten. Diese Polster, die sind relativ klein und bieten auch nicht allzu viel Unterstützung. Die Materialien, der Kunststoff, eher einfach. Das geht bei anderen Herstellern besser. Allerdings geben sie sich Mühe, hier einen modernen Eindruck zu erwecken. Großer Monitor, auf dem auch eine Rückfahrkamera dargestellt wird. Klimaautomatik, die kostet extra. Genauso wie die Getriebeautomatik, bei der wir allerdings sagen würden, ohne dass wir die Handschaltung kennen, lieber Finger weglassen, weil die Schaltvorgänge hier sind doch sehr lang. Und so ähnlich wie bei einem Smart der ersten Generation, immer mit einem Kopfnicken begleitet. Das macht nicht so richtig Spaß, da wäre eine Handschaltung wahrscheinlich angebrachter. Ansonsten das Platzangebot im Auto ist für diese Klasse vernünftig, nicht üppig, aber es kneift auch nicht, wahnsinnig. Und daher kann man sagen, nett gemacht, bei der Qualität gibt es noch was nachzuholen auf jeden Fall. Die Lenkung ist auch eher so wünschelrutenartig, damit hat man nicht sehr viel Gefühl, kriegt nicht viel Rückmeldung, aber funktioniert. Was man auch vom Motor so sagen kann, er funktioniert, er läuft, 106 PS aus 1,6 Litern ohne Turbo. Er wirkt aber ziemlich bemüht. Er wird dann oben raus laut, wenn man ihn tritt und wenn man Leistung fordert. Und er mag dann auch gar nicht so richtig sprinten und spurten. Ist halt eher ein gemütlicher Motor. Das passt vielleicht ein bisschen zu dieser Automatik. Je weniger man den Motor oder das Auto hetzt, desto sanfter schaltet es auch. Es ist halt ein Auto, mit dem man gemütlich und nicht allzu schnell unterwegs ist und bestimmt kein sportliches Auto. Das unterstreicht dann auch das Fahrwerk. Eher weich abgestimmt, kommt es trotzdem immer mal wieder ins Poltern und Trampeln. Ist ein bisschen unharmonisch, da haben andere Hersteller einfach viel mehr Entwicklungsarbeit geleistet. Am Ende ist es schon so ähnlich, wie wir vermutet haben. Der Lada Vesta überzeugt vor allen Dingen über seinen Preis. 12.490 Euro, da geht's los. Wie gesagt, ein Fiat Tipo Limousine kostet 10% mehr, ein Skoda Rapid sogar 25% mehr. Und das ist dann auch der Punkt, wo man sagen kann, warum eigentlich nicht. Ansonsten, so modern wie der Vesta auch aussieht, die Technik ist noch etwas hinterher, muss man sagen. Er fährt nicht so geschliffen wie seine Konkurrenten. Der Motor macht seine Sache nicht ganz so souverän. Aber wer aufs Geld guckt, wird mit dem Auto womöglich sein Schnäppchen finden.